Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender, den man scheinbar zusammenbauen muss. Und zwar kommt er von der Homepage parfüm.de. Das ist hier in diesem Karton. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird auch in diesem Video wieder eine Verlosung geben. Genau, da werde ich mir 5 Produkte aussuchen und euch dann auch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und was es zu gewinnen gibt, sage ich dir im Laufe des Videos. Heute ist der 15.11. Um 15.51 Uhr drehe ich das Video. Ich habe auf der Homepage nochmal geschaut und der Adventskalender ist auch tatsächlich noch verfügbar. Also er wird hier noch angezeigt. Der kostet 49,99 €. Ich zeige es jetzt einfach mal so in die Kamera, ne? Genau, ich verlinke euch den auch nochmal unten in der Infobox. Ich hoffe, dass er bis dahin noch verfügbar ist. Die Zeit rennt uns ein bisschen davon, denn ja, Dezember nähert sich und da fangen wir natürlich an, die Adventskalender, die wir uns ausgesucht haben, zu öffnen. Ja, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt hier nichts, was ich groß so zeigen kann oder so. Das sind jetzt die einzelnen Produkte, zumal sie auch gar nicht sortiert sind. Wir haben hier so eine Plastiktüte und da haben wir die einzelnen Söckchen drin. Die sind auch schon alle scheinbar aufgereiht oder haben die sich verheddert? Ich weiß es nicht. Nee, die sind aufgereiht, genau. Oh, nee, die haben sich nur verheddert. Hä? Okay. Nee, da ist eine Schnur dazwischen. Okay, auf jeden Fall sind das so kleine Nikolaustiefelchen, die hier einen Clipser haben, ne, sodass die halt festgehalten werden. Die haben auch jeweils eine Schlaufe und da kann man dann die einzelnen Produkte reinmachen. Ich bin echt gespannt, was dann hier drin sein wird. Also welche Produkte sich hier drin verbergen werden. Ich mache das hier nochmal dran. Gut finde ich auf jeden Fall, raschel, raschel, dass man diesen Adventskalender halt super weiterverwenden kann. Ich könnte den jetzt hier auch aufhängen, aber ich lasse ihn hier drin, weil ich werde ihn tatsächlich neu befüllen und dann verschenken. Entweder dieses oder nächstes Jahr, keine Ahnung. Wie gesagt, die Zeit rennt uns davon. So, und wenn man dann hier das Gedönsen entfernt hat, hat man hier die einzelnen Produkte drin. Die liegen hier wirklich einzeln drin. Ist okay, ne? Sagen wir es mal so. Ich fange jetzt einfach mal mit einem Produkt an und zwar ist das von Payot oder Payot. Le Corps Hygiène et Bien-être Hygiene and Wellbeing. Okay, das ist ein Öl, ein Duschöl, das dich relaxieren soll, also das quasi dich entspannen soll. Hier haben wir 125 ml enthalten und das finde ich schon mal ganz schön. Also sowas, ich weiß nicht. Ein bisschen staubig hier gerade so ein bisschen, aber ich glaube, das liegt an anderen Produkten, die hier so rumfliegen. Mit Jasmin und weißem Tee finde ich ja total klasse. Hier steht Relaxing and Cleansing Body Oil. Ja, also kann man das unter der Dusche anwenden, ne? Finde ich cool. Ich liebe Jasmin. Ist hier auch noch verschlossen, ne? Man riecht ja auch nichts durch. Interessant. Ich hatte die Marke mal auch irgendwo in der Box mit drin. Das nächste, was ich hier drin habe, ist ein Pinselchen und das ist von Lancôme ein Pinsel. Mini Ponceau, also ein Mini Foundation Brush, der ist hier enthalten. Ja, finde ich ganz gut, ne? Damit kann man sich die Foundation einfach so im Gesicht verteilen und dann später mit dem Schwämmchen einarbeiten. Na, Sammy? Und er so, nimm die Dinger da weg, ich möchte mich genau da hinsetzen. Ja, gut machst du das. Ja, was haben wir denn als nächstes? Und zwar von Clinique, ein 7-Day Scrub Cream. Okay, eine Gesichtspeeling, das hatte ich auch schon mal, mit 30 ml. Das ist eine ganz coole Geschichte, muss ich sagen. Also ich mag sehr, sehr gerne Clinique. Ich verwende auch aktuell die All About Eyes von Clinique, weil ich die einfach sehr, sehr wohltuend für meine untere Augenpartie finde. Und genau, ich habe mir den Clinique Adventskalender nicht geholt, weil der Inhalt leider mich sehr an den vom letzten Jahr erinnert hat und ich mir dann gedacht habe, er gibt für mich keinen Sinn, weil er auch recht hochpreisig ist. Genau, zu diesem 7-Day Scrub. Das ist halt wirklich, du kannst es theoretisch wirklich jeden Tag verwenden, weil das super, super sanft ist. Also da sind nicht viele Peelingkörner oder nicht so große Peelingkörner drin. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass es für jeden Tag geeignet sein könnte, eben weil das halt nicht so ultramäßig peelt. Also das ist nicht mein Lieblingsprodukt von Clinique, um das mal so zu sagen. Als nächstes haben wir hier etwas von Lancaster drin. Total Age Correction Ultimate Retinol in Oil and Glow Amplifier. Das ist mit 10 ml eine Gesichtscreme, hätte ich jetzt gesagt. Das macht Sammy da eigentlich. Die man so punktuell auftragen kann, oder? Hierzu vermutet.
ultimatives leuchtkraftverstärkendes Retinol in Oil, Falten, Elastizitätsverlust, Pigmentflecken, Leuchtkraft. Unsere fortschrittlichste Version unseres Star-Produktes Retinol in Oil, das hilft sowohl die Anti-Age-Wirkung als auch die natürliche Leuchtkraft der Haut zu verstärken. Ja, hätte ich jetzt so vermutet, ne? Dass man das halt einfach als komplett aufs Gesicht aufgeben kann. Ja. So schaut es aus. Ist eine relativ kleine Geschichte mit 10 Millilitern. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so günstig. Deswegen finde ich es gut aufgehoben im Adventskalender. Und so groß sind diese Söckchen halt auch nicht, ne? Deswegen sind wir limitiert von der Platzgröße her. Okay, hier haben wir das Produkt, weswegen alles hier so ein bisschen, glaube ich, angewatscht ist. Und zwar haben wir hier so eine Engelsseife drin. Ich glaube, von Accentra oder wie die Marke heißt, kommt das. Riecht ganz angenehm, ne? Ist halt ein Seifenstück, finde ich aber ganz süß für einen Adventskalender, weil so eine Seife kannst du immer gebrauchen, aber das ist so eine typische Seife, die man einfach nie verwendet, weil die so hübsch ist, oder? Als nächstes haben wir von Jill Sander Softly Serene ein Relaxing Shower Gel hier mit drin, mit 30 Millilitern. Das ist ziemlich witzig. Ich habe in anderen Adventskalendern schon eine Handcreme von dieser Serie gehabt, dann in einem anderen Adventskalender, ich glaube, die Bodylotion und jetzt habe ich hier das Duschgel. Leider sind die anderen beiden schon in Adventskalendern gelandet, ansonsten wäre es ziemlich witzig gewesen, da so die komplette Reihe reinzumachen. Ich mag das Parfum sehr, sehr gerne, das riecht sehr angenehm und so als Duschgel mag ich auch gerne diese parfümierten Geschichten, dass man einfach so das ganze Badezimmer damit einhüllt und oh, alles wundervoll riecht. Ich sehe jetzt so nichts durch wirklich, aber ja, es soll auch entspannen. Das finde ich auch ganz nett. Oh, Gucci Guilty Perfume Body Lotion. 50 Milliliter haben wir hier mit drin. Das ist wahrscheinlich auch relativ hochpreisig, ne? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben 49,99 € für diesen Adventskalender bezahlt. Und wenn ich da an andere Adventskalender denke, wo ich ebenfalls so viel für bezahlt habe oder sogar mehr, wie zum Beispiel von Trend Parfüm oder sowas, da, oh, da wären nur Parfümproben drin, Leute, gefällt der mir schon mal sehr, sehr gut hier, was ich hier drin habe. Also was mag ich auch. Sowas wird nicht unbedingt mega pflegend sein, aber es wird halt einen schönen Duft geben und dann halt auch auf dem Körper bleiben und langfristig so einen Duft auf dem Körper geben. Mag ich ganz gerne. Doch, du sitzt mir gleich auf dem Schoß, kleiner Mann. Ist das deine Absicht? Irgendwann nehme ich dich hier auch mal auf den Schoß, hm? Ich bin nicht so stark wie Herrchen. Herrchen wird das machen. Der wird dich einfach auf den Schoß nehmen. Und dann könntest du dir das mal angucken. Der guckt dann immer wie so ein entführtes Kind, wenn man ihn auf den Schoß nimmt, ne? Ja, ist okay, sagte sie. Ich höre zurzeit ganz viele Sebastian Fitzek-Hörbücher, deswegen kommt mir das, glaube ich, gerade als Vergleich gut in den Kopf. Ne, Maus? Ja, heute noch den Augensammler zu Ende gehört. Hallo? Genau. Und letztes Wochenende war es der Insasse. Boah, das sind echt krasse Bücher. Ich mache das immer so, ich höre die Hörbücher und danach kaufe ich mir das Buch tatsächlich auch in Original. Aber das interessiert euch gerade nicht, denn wir öffnen gerade einen Adventskalender. Okay. Herr Doktor Two-Faced Thermo Conditioner mit 30 Millilitern. Das ist ein Produkt, was ich auch schon in groß hatte, was ich auch schon mehrfach aufgebraucht habe. Der Duft ist so sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, um das mal so zu sagen. Ist nicht mein Lieblingsduft, was irgendwelche Haarprodukte angeht. Zumal Haardüfte ja auch länger in den Haaren drin bleiben. So. Oder halt, ja, man riecht halt öfters und länger danach, ne? Auf jeden Fall ist es aber ein sehr, sehr gutes Produkt, was man quasi nach dem Duschen sich in die Haare reingeben kann und was sehr, sehr pflegend ist und auch die Haare toll macht, ne? Also man kommt schön dann durch mit dem Kämmen und es macht einfach Freude damit. Deswegen ist cool, dass es drin ist. Ich habe zu laut geschrien, wir haben hier tatsächlich auch Parfümproben drin und zwar von My Burberry oder von Burberry, das Eau de Parfum mit 2 Millilitern. Das ist halt eine Parfümprobe, ne? Was will man da groß zu sagen? 2 Milliliter ist halt echt nicht viel. Dann wird eine kleine Mini-Fiole drin sein. Immerhin ist es nicht so ein Aufklappvieh. Vielleicht kommt das noch. Na, ich will mir dann jetzt nicht zu viel versprechen. Ja, ist okay, ne? Das ist halt auch zum Sprühen. Wenn da so in einem 50 € oder in einem knapp unter 50 € Adventskalender, ich sag mal, 2, maximal 3 Parfümproben würde ich da, glaube ich, akzeptieren. Aber, ne, es ist immerhin schön verpackt. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Produkt und zwar von 4711, das Aqua Colonia Litchi und White Minze, okay, interessant. Ein Aromaduschgel mit 75 Millilitern. Auch sowas ist nicht unbedingt günstig, ne? Das ist schon halt immer, wenn das irgendwie angelehnt ist an irgendwelche Parfums, sind diese Duschgele und Bodylotions und so relativ hochpreisig. Ich erschrecke mich immer, wenn ich die Preise nachher raussuche. Ja, und das riecht halt wirklich sehr frisch, sehr aquatisch, aber sehr angenehm. So, was haben wir hier? Wow, Vivi Eau de Parfum
Und das müsste ich eigentlich meiner Stiefschwester schenken, denn die heißt mit dem Spitznamen auch Vivi. 15 Milliliter, das ist dieses hier, Eau de Parfum. Ich glaube, ich mache ihr noch einen Adventskalender. Die kriegt nämlich tatsächlich um Weihnachten herum oder zwischen Weihnachten und Silvester ihr zweites Kind. Also Daumen drücken, Leute. Und das ist so schön. Das ist hübsch. Und das ist sogar zum Sprayen, ne? Krass. Oh, das riecht sehr... Wie soll ich das beschreiben? Das hat so einen Baumwollduft-Unterton tatsächlich. Was sehr weibliches. Und wenn ich das halt, wenn ich an sie denke und daran rieche, dann passt das schon. Wobei für sie dürfte das noch ein bisschen sportlicher und ein bisschen verspielter gleichzeitig auch sein. Riecht sehr, sehr angenehm. Cool. Ich glaube, Baby. Ja. Ich glaube, für dich mache ich einen Adventskalender. So, das nächste, was wir hier drin haben, ist von M. Mikalev. Sagt mir gar nichts. Art and Perfume. Amanda, ein Pure Hand Gel. Okay, das ist dieses hier. Sagt mir gar nichts, die Marke. Ich kenne ja schon einige Marken, aber das kenne ich nicht. 60 Milliliter sind hier enthalten. Also du sollst es quasi, ja, das ist wie ein Handgel, ne? Einfach auf die Hände machen und einreiben. Und das soll dann wahrscheinlich entweder so für unterwegs, ne, dass du die Hände desinfizierst oder dass du die Hände reinigst. Weiß ich nicht. Finde ich aber cool. Können wir gerade jetzt sehr, sehr gut gebrauchen. Als nächstes haben wir noch ein Produkt von Clinique, also dieser Adventskalender. Ich lehne mich schon sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage, er ist der Knaller. Er ist echt der Knaller. Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. 7 Milliliter sind hier enthalten. Das ist halt, halt diese 72-Stunden-Creme von Clinique, die man halt immer mal wieder auch in Boxen mit drin hat, in Adventskalendern und so. Aber das ist halt eins der berühmtesten oder bekanntesten Produkte, die Clinique so hat. Und das finde ich ziemlich nice. Und da haben wir hier so ein kleines Tübchen drin. Sowas würde ich persönlich empfehlen, als Serum zu verwenden. Das heißt, du machst erst deinen Toner ganz normal drauf. Dann verwendest du dein Serum, gibst es auf dein Gesicht, verwendest deine Augencreme und darüber gibst du deine Tages- oder Nachtpflege. So würde ich persönlich das in die Routine mit einfließen lassen. Und dann hast du halt quasi nochmal einen Moisturizer drin, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Leute, dieser Adventskalender ist echt was für die Leute, die richtig auf diese ganzen Parfum-Geschichten stehen, denn ich sehe hier noch einiges an Parfums drin. Und zwar habe ich hier 4 Milliliter von dem Narciso Rodriguez, das ist dieses hier. Und das habe ich in groß da und ich mag das richtig gerne. Habe ich von einer Freundin einer ehemaligen Schulkollegin geschenkt bekommen, als die mal ihren Badezimmerschrank ausgemistet hat und quasi alles aussortiert hat, was sie so nicht mehr benutzt. Und da war das mit bei. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und hier hast du so eine Fiole. Ne? Theoretisch könnte ich das nehmen, um mein Parfum damit nachzufüllen. Ich weiß gar nicht, ob man Parfums nachfüllen kann. Kann man das? Könnte ich das aufschrauben? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das ist schwierig. Aber das finde ich... Nee, aber das ist das Poudré. Das ist noch eine andere Variante als das, was ich habe, glaube ich, oder? Ich bin gerade verwirrt. Ja, ich habe nämlich das Rosane und das hier ist dieses leicht ins Beige-Orange-Farbene. Genau, das ist dann nochmal ein Stückchen pudriger, aber ich mag den Duft unfassbar gerne. Ein weiteres Produkt von Gucci haben wir hier drin. Also ich bin echt gespannt, was wir hier für einen Wertmacher haben werden. Natürlich nicht viel dekorative Kosmetik, aber hochwertige Pflege von hochwertigen Marken plus mega Parfums, da kommt gleich noch was. Gucci Bloom, das ist eine Bodylotion mit 50 Millilitern und da kann man sich mal so ein bisschen in diesen Gucci Bloom Duft hinein... Oh, der riecht wirklich gut. Wenn mir der jetzt gefällt, habe ich ein Problem, ne? Weil ich habe schon genug Parfums. Mm. Der riecht wie eine richtige, schöne, frühlingshafte Blumenwiese. Boah, riecht das angenehm. Riecht richtig gut. Hat auch was leicht aquatisch noch irgendwie mit drin. Wahnsinnig gut. Mega. Hier haben wir ein weiteres Eau de Parfum drin und zwar Light and Blue, Just for You. 15 Milliliter sind hier enthalten. Also ich habe zu meinem Trendparfüm-Adventskalender-Video ja einige Nachrichten bekommen, dass viele traurig waren, dass es den so nicht mehr gibt. Aber Leute, ich glaube, der hier ist nochmal eine Stufe härter, denn hier hast du wirklich große Geschichten drin, aber halt trotzdem sammelgroß, ne? Sieht das nicht geil aus? Diese türkise Farbe, die flasht mich ja schon wieder. Okay, das riecht interessant. Das riecht halt wirklich aquatisch, aber sehr, sehr dezent. Sehr sportlich. Den Duft, den kann ich mir gut an meiner Mama zum Beispiel vorstellen. Richtig, richtig cool. So eine Kombination zwischen dem und dem Vivi wäre was für meine Stiefschwester tatsächlich. Hammer, was hier drin ist, Leute. Hier haben wir jetzt dekorative Kosmetik und zwar
Wow, die ja, Estee Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Und hier sind enthalten 2,8 Milliliter. Das dürfte dann so eine Probiergröße sein. Also einfach mal hier eine Mini-Größe von der Mascara von Estee Lauder. Hammermäßig. Solche Produkte haben in der Full-Size einen Wert von etwa 28 Euro. Und das ist dann ungefähr die Hälfte oder ein bisschen weniger. Finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ein weiteres Produkt von Clinique befindet sich hier drin, finde ich ja wahnsinnig cool. Das ist der Take the Day Off Make-up Remover und hier haben wir drin 30 Milliliter. Das ist für die Augenlider, die Wimpern und die Lippen. Also das, ja, so ein Zwei-Phasen-Ding, wo man halt auch so ein Öl oder sowas mit drin hat, muss man halt vorher schütteln und damit soll man dann sein Augen-Make-up super runterkriegen. Habe ich schon mal aufgebraucht, da muss ich halt gestehen, der hat das auch nicht besser wegbekommen als irgendwelche Make-up-Entferner für die Augen, wasserfestes Gedönsen von Balea zum Beispiel. Aber wenn man sowas im Adventskalender hat, dann hat man nochmal ein etwas luxuriöseres Gefühl, wenn man sich abschminkt. Wer sich fragt, wo ich meine Wichtel her habe, die sich hier so um mich herum befinden, die habe ich tatsächlich bei DM gekauft. Der Haul dazu kommt noch online. So, als nächstes habe ich hier von Simply Jill Sander eine Rich Body Cream. Das sind 30 Milliliter und die soll dann halt wirklich nochmal ein Stück weit reichhaltiger sein als die anderen. Okay, interessant. Ja, das mag ich vom Duft her richtig gerne. Also theoretisch, wenn ich mir alles nachkaufen würde an Parfums, was ich geil finde, wenn ich die Adventskalender-Krams-Sachen hier gerochen habe, dann wäre, also dann bräuchte ich ein Parfumzimmer quasi. Aber das gefällt mir auf jeden Fall und das ist eine reichhaltige Körpercreme. Kannst nichts zu sagen. 30 Milliliter ist okay zum Ausprobieren. Ist ein bisschen klein, aber immer wieder dran denken, unter 50 Euro Adventskalender läuft. Wow, von Payet, wo wir eben schon dieses Duschöl hatten, haben wir hier auch noch eine Rose Lift Collagen Jour, eine Tagescreme mit 15 Millilitern. Ich weiß echt nicht, oder hatte Look Fantastic mal eine Sonderedition mit diesem Payet? Weil ich das so hübsch finde vom Design her. Schön, wenn ich es einfach zuhalte, ne? So schaut das von vorne aus. So eine Rosencreme ist ja meins, ne? Lift kann ich auch gut gebrauchen. Ne, mittlerweile, das nennt sich Schwerkraft und so. Ja, finde ich geil. Finde ich echt geil. Cool. Das ist so ein richtiger, schwerer Glastiegel, ne? Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das fällt hier nicht um im Hintergrund. Ja, und das geht natürlich noch ein bisschen weiter. Und zwar haben wir hier noch ein Parfum. Und zwar Bombard Eau de Parfum Woman 15 Milliliter. Ich glaube, ne, das sind halt jetzt nicht so super bekannte Marken. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es von Parfüm.de so die Eigenmarken oder sowas sind. Aber es ist schon schön. Das sind halt immer, genau, da hast du halt, bei dem Vivi war das, glaube ich, ja beige. Dann hatten wir blau und jetzt haben wir rosa. Das sieht schon hübsch aus, wenn man sich das so in den Schrank stellt, finde ich, ne? Das riecht jetzt sehr, sehr schwer. Da hätte ich mir tatsächlich auch von der Farbe her eher gedacht, dass das hier dann quasi das Beige wäre und das hier würde von der Farbe eher zu dem Vivi passen. Ja, also tatsächlich eher schwerer. Das ist mehr so dieses weiblichere, würde ich jetzt einfach mal so beschreiben. Kann ich aber, steht halt nicht drauf, wonach es riechen soll. Finde ich nice, dass wir hier dreimal diese 15 Milliliter Geschichten drin haben, ne? Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir haben hier auch noch von SBT. Oh, das ist ein Pulver. Cell Illuminating Cleansing Sensitive Skin. Ultra Gentle Softening. 7 Gramm sind hier enthalten. Also das ist quasi so ein Pulver, was du dir wahrscheinlich in den Händen aufreiben kannst und damit dann dein Gesicht reinigst. Cell Identical Care. Das beruhigende, mit Enzymen angereicherte Puderpeeling kommt ganz ohne Schleifpartikel aus und reinigt die Haut tiefenwirksam und schonend. Mischen Sie Perfekt Cell Life Aktiv Puderpeeling mit einigen Tropfen Wasser zu einem luxuriösen Schaum in Ihrer Hand. Tragen Sie den Schaum anschließend auf das befeuchtete Gesicht, Dekolleté, Hals und Hände auf. Je nach Bedarf können Sie das Aktiv-Puder-Peeling ein- bis dreimal wöchentlich benutzen. Okay, das ist halt wirklich, das ist kein Cleanser, das ist ein Enzym-Peeling. Hatte ich schon mal von Dalton, fand ich okay. Also das war jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt hier zu Hause nicht so ein Messgerät, was Tiefenkram-Schichten-Möglichkeiten hat, ne? Mir wurde halt gesagt, dass es halt ordentlich krass sein soll und richtig gut in diese untersten Hautschichten auch richtig eindringend und ordentlich dann auch peelt und so weiter. Habe ich jetzt so ehrlich gesagt nicht bestätigen können, weil ich das so, ne, ich bin halt ein Fan von mechanischen Peelings, Leute, ne. Ich möchte das richtig rubbeln und ja, soll aber wirklich gut sein. Also Enzympeeling läuft bei ihm. Hier haben wir noch etwas für den Körper und zwar von Biotherm, Lait de Gommage. Gentle Exfoliant.
Exfoliating Milk mit Citrus Essential Öl. Nee, 20 Milliliter. Das ist, hä? Das ist dann quasi eine Reinigungsmilch? Kann das sein? Oder ist es Peeling? Was bist du? Für sensible Haut? Gentle Exfoliating Milk. Okay, dann ist es auch so ein Peeling wieder, sowas ähnliches, ne? Ohne Parabene? Nett. Wir haben tatsächlich noch eine Mascara hier drin, und zwar den Klassiker von Clinique, die High Impact Mascara. 3,5 Milliliter haben wir auch hier enthalten, und auch das ist eins von den Produkten, die man von Clinique halt immer mal wieder sieht. Die bekommt man natürlich auch als Goodie immer mal wieder dazu, wenn man bei Douglas bestellt oder so. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich das ziemlich, ziemlich cool finde, dass wir hier so eine krasse Explosion an mega hochpreisigen Marken drin haben. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mir den Adventskalender übrigens empfohlen habt, ne? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe den gar nicht selber gefunden. Er wurde mir von euch auf Instagram zugeschickt, falls du mir noch nicht folgen solltest. Ich heiße AIDUALP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da bekomme ich auch von euch immer wieder Tipps und Tricks und reposte das oder bestell mir halt die Produkte, um sie hier vorzustellen. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Und ja, High Impact Mascara, die ist echt gut. Und als letztes haben wir von Estée Lauder hier ein Pure Color Envy Sculpting Lipstick mit 1,2 Gramm drin. Das ist dieser hier. Das ist halt in so einer kleinen Größe. Aber Leute, wie lange dauert das, bis man halt wirklich einen Lippenstift aufbraucht, oder? 1,2 Gramm sind hier enthalten, und ich glaube, ich habe den schon. Ich habe mir meinen nämlich gerade hier aus meinem Rondell geholt. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Mega geil, habe ich hier oben mit meinen High-End-Lippenstiften. Und hier unten ist der jetzt mit meinen Drogerie-Lippenstiften oder nicht ganz so High-End-Lippenstiften. Und dann habe ich noch so einen Aufsteller. Sieht man den? Ne, da ist jetzt mein Stuhl vorne. Muss ich euch noch mal in der Schminksammlung zeigen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Das sind ziemlich coole Aufsteller. Genau, ja, den habe ich auch schon da. Also das ist jetzt der aus der Packung. Den stecke ich mal wieder zurück, weil ich den dann weitergeben werde. Und weil es halt auch wieder mal ein roter Lippenstift ist, den habe ich irgendwo auch mal mit dabei gehabt bei einer Bestellung. Der ist aber eher so rosenholzfarben. Also wie gesagt, das ist jetzt meiner, ne? Nicht wundern. Genau, finde ich sehr, sehr schön. Der ist sehr cremig. Hält auch echt gut auf den Lippen, ne? Also eine ganz, ganz tolle Farbe. Ein bisschen dunkler, aber er ist wirklich, wirklich schön. Auf jeden Fall ist er hier mit drin. Es ist kein klassisches Rot, sondern eher ein doch etwas mehr Alltagsrot. Die 5 Produkte habe ich mir rausgesucht. Das ist einmal von Estée Lauder der Pure Color Envy Lipstick. Und dann habe ich hier die 4 Produkte von Clinique, die ich euch ja eben schon gezeigt habe. Das Gesichtspeeling, das Serum, die Mascara und den Make-up-Entferner. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Dieser Adventskalender hat mich sehr positiv überrascht. Ich fand den ultra gelungen. Also ich glaube, dass wenn man den kauft und verschenkt, weil dafür ist er ja eigentlich gedacht, sich selber die Säckchen zu befüllen, ist ein bisschen blöd, aber ne, um ihn halt zu verschenken, das ist eine super Geschichte, kann ich wirklich empfehlen. Also solltest du noch für deine Liebste oder deinen Liebsten etwas Schönes suchen und die Person ist dann auch interessiert an Make-up und an solchen Pflegeprodukten, safe ist das eine Empfehlung. 49,99 ist auf jeden Fall sehr gelungen und ich bin über den Gesamtwert auch sehr, sehr gespannt. Und das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!